は俺以外全ての人間を殺す。何勝手なこと。Sei nicht so arrogant. So, gegen Gaara, und genau ihn meine ich auch. Seine Jutsu sind schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Endlich! Da ist es. Das ultimative Jutsu. Lame. Jetzt kommt der entscheidende Teil. Da. Na, hat jemand erkannt, wer es war? Hier kennt man sehr, sehr schwer im Hintergrund. Ach verdammt, ich hab kein Chakra mehr. Nein, ich hab kein Chakra mehr. So, Meister Iruka, wo bist du? Was machst du da hinten? Danke. Ja, man hat hier auch einen Teampartner die ganze Zeit. Na komm, hier hin. Er hat hier auch einen Teampartner die ganze Zeit. Der beliefert einen mit Waffen oder halt, was ich jetzt gerade bekommen habe, eine Chakra. Chakra. Kugel, die mir Chakra 4 gibt. Aber hier haben sie Gaara auch sehr langsam gemacht. Finde ich eigentlich. Halt, dass es detailgetreu ist. Die Musik ist ganz nett, finde ich. Und die Stages sind eigentlich sehr schön animiert. Also für PS2-Grafik, was wir heutzutage ja sowieso nicht kennen mehr. Die wenigsten wissen, dass es die beste Konsole ist und erfolgreichste Konsole. Also die allerwenigsten. Heutzutage gibt es ja nur noch PC, PS3, Xbox 360. Wobei PS3 und Xbox 360 werden ja jetzt auch schon als Scheiße bezeichnet, ne? Weil wir PS4 und Xbox One haben. PC wollen wir ja gar nicht erst anfangen. Schwachsinnig, finde ich sowas. Den Namen hast du gerade gesagt. Der ist das. Der Typ da. Mit den blonden Haaren. So. Sieht nach Orochimaru aus. Ja, steht doch hier. Orochimaru ist ein Schmarsch. Ich werde meine Freunde beschützen. Kampf Nummer 6. Unter anderem ist Orochimaru mein Lieblingscharakter in diesem Teil. Wen es interessiert. Weil er am meisten zieht. Davor wusste ich natürlich nicht, dass es noch zwei versteckte Charaktere gibt. Die noch derber hauen können. So. Den Palast haben wir zerstört. Jetzt können wir auch runterfallen. Wenn wir das wollten. So. Das war doch mal getrickst. Tu mir gefallen und mach's nicht. Arschloch. Hätte ich den Schaden reduziert. Alle wollen immer den Schaden reduzieren, Mann. Den schweren Schaden kriegst du. Und der wird wehtun. Episch Mode. Ich finde das Spiel trotzdem geil. Irgendwie finde ich aber ein klein bisschen, dass die Gegner ein bisschen lame sind. Ich wollte es nur gesagt haben. Nein, du packst mich nicht.
Ich will nicht gepackt werden von Schlangen. Oh Mann, ich mochte das 6-0 jetzt auf jeden Fall. Auf Anhieb. Meine erste Naruto-Folge war in Japanisch. Ich habe die allererste Naruto-Folge, das war auch die allererste Folge, auf Japanisch gesehen. Seitdem mochte ich die Anime. Nee, da habe ich doch eine Lüge erzählt. Ich wusste nicht ganz genau, was ich da sehe. Naruto. Oh.次は火影のじいちゃんを倒して俺が火影になってやるってばよ。超人乗るな、こら。さあ、クラジア。俺さ、俺さ。ま、サスケ君には叶わないけどね。ふん。うっすらと。そ、そんな。わしの後を継ぐのはもしかしたらな。 Naruto-Saga beendet! Ja! Ja, eigentlich recht schön. So. Jetzt haben wir den Abspann. Und dann Bilder. Ich kann das irgendwie auch wegdrücken. Die Szenarienauswahl wurde um Nichi-Yoga-Saga ergänzt. Ja, wir kriegen hier auch noch Nichi-Yoga. Jo, dann speichern. 20 Minuten sind wir schon da. Cool. Ah, 20 Minuten sind wir schon dran. Das ist aber schon mal ein Blitzstart. So, Szenario. Schön, dich zu sehen. Dein Lieblingscharakter ist Sasuke Uchiha. Einfach nur mal ausprobieren. So, bin wieder da. So, you know, Aure, tausch der Karanishiro. Sato Ichiban no Elite, Uchiha Ichizoku no Chikara. Ich sollte echt nicht ohne Trinken in der Aufnahmesession gehen. Kann übel ausgehen. Besonders wenn es langsam heiß wird. Ach Mann, nur das wollte ich gerade machen. Ach scheiße, jetzt brauche ich ihn nicht mehr angreifen. Eieiei. Hört aber jemand rein? War nicht schlecht. Alter, wie lange geht das denn noch? So, da war jetzt gerade ein Special Move. Hätte ich den jetzt, also, da wäre jetzt Guy gekommen und hätte mir eine reingehauen. Oder besser gesagt, hätte er mir in die Fresse getreten. Wenn wir es jetzt mal ganz unbedacht erwähnt hätten. Und dass du das abgewehrt hast, fand ich jetzt scheiße. Ich wollte den Kampf nämlich recht einfach und schnell beenden. So, Karton. Tja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Schade. So. Jutsu kriegst du drauf ab. Jetzt sieht man Itachi. Wusste man vorher auch nicht, wer das ist. Ah, es geht noch weiter. Ich dachte, ich dürfte jetzt trinken.
Anscheinend nicht. So, schwerer Schaden. Er lebt echt noch? Nicht schlecht. Ich habe gerade eine Flasche aufgemacht. Ich dachte, er lebt nicht mehr, aber meistens darf man sich da nicht drauf verlassen. So, jetzt ist er definitiv weg. War der Kampf war schon schwerer. Und mit dem Typen wissen wir ja, wer er meint, wen er meint. Tut echt gut. Kaltes Trinken. Momentan bei der Schwüle hier draußen. Wer stärker? Kampf gegen Naruto. Yay. Das gleiche noch einmal. Sasuke! Na gut, reagiert. Hat ihn aber nicht viel gebraucht. Ah, cool. Geschwindigkeit ist nur. Na komm, steh auf. Och Mensch. Die passen das immer so gerne ab. Das mag ich nicht so. Na schade. Das zweite holt immer die Biotsu nur. Ja, komm nicht mal. Immer nur zugucken, wie der. Ja. Oh, da war gerade ein kleiner Fehler vom Spiel. Beim Schaden reduziert gab's. Habt ihr es gesehen? Geil, habe ich noch nie hingekriegt. Ja, sexy nur Jutsu. Alasazuka-Style. Wahrscheinlich würde es genau so gehen, wenn man mit Kakashi das Sharingan aktivieren würde. Das war jetzt unbewusst, ne? Nächster Kampf. Geheimnisvoller Attentäter Haku, der ihn aus dem Dorf unter dem Nebel. Auch schon wieder so. Das gleiche Prinzip. Und wieder gegen Haku. Das war knapp. Ach ja, die Karten sind eigentlich recht schön gestaltet. Habe ich auch schon gesagt. Stimmt. Sorry, ich bin leicht vergesslich. Oh, yeah.
Heute haben es die Gegner aber schon ein bisschen faustdicke unter den Ohren. Schade. Na super, jetzt ist meine Geschwindigkeit auch noch runter. Ich hasse sowas eigentlich. Aber dauert nicht allzu lange. Ja, die Charaktere haben nicht allzu viele haben schon ein paar Jutsus drauf, die ich noch nicht gezeigt habe. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich das eine oder andere zeigen. Aber es hängt immer von den Gegnern ab. Bei manchen kann ich und bei manchen halt nicht. Und hier muss ich schon wieder das zweite einsetzen. Ist bei mir so ein Reflex, weil ich zu viel die Storm-Teile gezockt habe. Da muss man ja auch immer zweimal drauf drücken. Deswegen werden wir wahrscheinlich öfters das zweite ultimative Jutsu sehen. Aber definitiv ist der Gegner tot. Also, nicht tot, aber besiegt. Kann er Schadenreduzierung machen, er hat leider nicht genug KP. Na, vielleicht wäre es doch ein bisschen knapper gewesen, aber... Ne, ich glaube, das hätte mehr, ein bisschen mehr gezogen. Boku ni wa shinobi ni narikiru koto wa nuzukashii.